Hallo und recht herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Wir sind hier stehen geblieben in Call of Duty 1, das letzte Mal kläglich versagt in dieser neuen Folge. Nun. Ja. Und noch einmal. Also ich hab's mir wirklich nicht so schwer in Erinnerung. Da krieg's wirklich auf die Mütze von denen. So. Dann bin ich jetzt wieder hier. Puh, Mensch. Ich trau mich gar nicht hier raus zum Laufen. Wenn du dich hier aufhältst, kommst du immer wieder. Hier scheinen wir nicht doch hier richtig zu sein. So, oben angekommen. Bringt es uns was, wenn wir jetzt hier oben sind? Wahrscheinlich eher zerstören sie die Luftabwehr. Nahe der Brücke 3 übrig. Dann gehen wir wieder runter. Wo geht's denn jetzt hier runter? Einmal rum, oder? Oder ganz hoch. Da überall bleibst du hängen, hey. Das nehmen wir mal mit. War das der Captain oder was? Wahrscheinlich. Gut, dann müssen wir jetzt nur noch... Na, wieder runter. Hier war nichts mehr. Gehen wir wieder ganz runter. Medipacks. Achso. Einmal reinschießen und der Riesenkasten ist hinüber. Cool. Aber das ist doch oben, oder? Ja. Zwei und nochmal eins hoch. Ach so, da lief ich jetzt irgendwie dran vorbei, oder wie? Aber weiter hoch, doch, weiter hoch geht's doch nochmal. So, jetzt. Ging's da wieder? Ja, hier. Ah. Verwirrend das Ganze. Kehren Sie zu Sergeant Waters Versorgungsboot zurück. Der Gute hat sich aus dem Staub gemacht und wartet jetzt auf uns. Wir machen die ganze Drecksarbeit. Ah, warum kann man denn hier nicht runterjoggen? Das wäre so praktisch.
Da müsste ich jetzt den ganzen Käse nicht nochmal runter. Jetzt habe ich mich verlaufen. Hä? Bin ich jetzt komplett? Jetzt habe ich hier wahrscheinlich wieder eine Leiter übersehen. Hier geht's runter. Der passt nicht mal durch die... So, wir müssen. Jetzt aber hier, ey. Da kommt einer. Mann, 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 ist das ein Labyrinth hier drin? Beide leben, klar. Hier geht's runter. Zwischendurch einfach mal F5 drücken, um das Spiel zu speichern. Dann räumen wir hier nochmal auf. Aber jetzt wären wir doch eigentlich schon am Ziel, oder? Jetzt gehen wir hier die Treppe runter. Mein Gott, immer diese... Oh. Da hat er doch nicht überlebt. Naja... Es ist besser auf den Füßen zu sterben, als auf den Knien zu leben. Nächster Level. Klicken zum Starten. Kameraden der Sowjetunion, vor fast einem Jahr haben die deutschen Invasoren ihren Fuß auf den Boden unseres Mutterlandes gesetzt. Sie sind tief in die Sowjetunion eingedrungen, haben Stadt um Stadt eingenommen und das Volk geschunden, ermordet und beraubt. Unsere Verzweiflung wächst, doch wir haben eine letzte Hoffnung. Die Stadt, die den Namen unseres großen Anführers trägt. Stalingrad. Genossen, viele ihrer Landsleute sind bereits dort und leisten den deutschen Widerstand. Bald werden sie an ihrer Seite stehen und gemeinsam werden wir unsere Feinde besiegen. Keiner wird auch nur einen Schritt zurückweichen. Feiglinge werden von den Kommissaren sofort erschossen. Das Mutterland zählt auf sie für den Sieg bei Stalingrad. Kameraden, heute ist der strahlendste Tag Ihres Lebens. Sie werden die deutschen Invasoren mit aller Kraft bekämpfen. Für jeden gefallenen Sowjetsoldaten werden Sie mit 10 der Ihren bezahlen. Keine Gnade für Defetisten, Feiglinge oder Verräter. Wer seinen Posten verlässt, wird erschossen. Haben Befehl, nicht zurückzuweichen. Sie werden für den bevorstehenden Kampf gut ausgerüstet. Sie bekommen Lebensmittel, Wasser, Waffen und ausreichend Munition. Und was glauben Sie, haben die Deutschen? Nicht! Ihre Versorgungslinien sind ausgelöst. Seit dem Sturm auf die Wolga sind sie zu keinem richtigen Kampf mehr fähig. Wir haben
der Männer und auch grenzenlosen Mut. Der Sieg wird unser sein. Wir werden die Deutschen stoppen, und zwar hier in Stalingrad. Mann, 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 hier geht's ja richtig zur Sache. Ja, das sind ja Aussichten, ne? In den Ohren. Kann man sich vordrängeln? Naja, geil. Päckle Munition, das bringt, wo soll ich das dem Gegner in den Kopf werfen, oder? Alter, hier geht's ab. Naja, klar, jetzt renne ich hier hochholig schwupps umher. Und hat er was erreicht? Ja, der kommt zu mir. Ist das Vasily Zaitsev, oder? Ja, du erlerne mir die Gates. Ich erinnere mich stark an den Film. Also, und schwupps zu dem Auto rüber. Ah, und schnell hinknien, ey. Und immer noch keine Waffe. Na, ich habe Munition. Mann. Jetzt kommt Artillerieunterstützung. Sehen wir hier von was? Ja, jetzt. Mann. Hört es dann auch nochmal auf, oder? Ist ja brutal. So. Können wir jetzt hier weitermachen, oder? Na also.
mit einem Sprint den Berg hinauf. Jupp, next level. Roter Platz, Stalingrad. Immer noch keine Waffe. Na, wir haben ja überhaupt gar keine andere Möglichkeit. Kirschum wird erschossen. In diesem Sinne. Vorwärts. Keine Angst, Genossen. Mit der epischen Musik im Background ist der Sieg schon gar nicht mehr wegzudenken. Bitten Sie eine geeignete Flankenstellung. Keine Chance. So keine Chance, also müssen wir seitlich ran. Ich weiß gar nicht, hört man mich überhaupt in diesem Geballer? Ah, ist ja ziemlich... ziemlich laut. Und noch einmal. Wir schnappen uns ein Gewehr. Na, das lief vorher besser. Okay. Schnell hier in Deckung. Schutz suchen hinter der Mauer. Ja. Ganz genau, mein Freund. Also, hier der Panzer, hier der Schützengraben. Hier dürft ihr uns nicht sehen. Ach, geil. So, räumen wir erstmal das Haus auf. Hier schon meine Belohnung, wenn ich hier das dementsprechend gut löse. Da, da ist meine Belohnung. Und wir haben etwas Munition. Kurz durchatmen. Würde ich sagen, geht's hier geradeaus weiter. Ja, geil. Genau. Mein Gott, ist das laut! Du verstehst dein eigenes Wort nicht, ey.
Hier ist nur einer. Einer. Also müsst hier nur irgendwo einer rumeiern. Wahrscheinlich immer irgendwo im Background. So, den haben wir. Wo steht noch einer? Ah ja, erobern uns den roten Platz zurück. Haben wir alle. Sehr schön. So, hier laden wir auch mal noch kurz nach. Speichern noch mal schnell. 4 unterwegs. Und weiter geht's. Mein. Das ist so scheiße laut. Panzer, den müssen wir platt machen. So, okay. Oben zieht den roten Platz zurück. Alles klar. Puh. Treffen Sie Major Zuboff am Bahnhof. Dann laufe ich jetzt einfach mal hier durch. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich auf Feinkontakt treffe. Dann nehmen wir noch eins mit. Spiel gespeichert. Gut, hat es automatisch gespeichert, das heißt, hier eiert wieder irgendwo. Ich muss mir auf jeden Fall so ein sag's mir, so ein Karabiner wieder zulegen. Weil ganz ohne Karabiner fühle ich mich doch etwas hilflos. Ja. Was wirft denn der für ein fettes Ding? Die russischen Handgranaten. Ist die Frage, ich habe halt von beiden extrem Munition und da. Egal. Die könnte mir doch mit der ein oder anderen Situation nützlich sein. Einfach präziser. Oha, das war ja jetzt gerade Glück und erschrocken zugleich. Spiel gespeichert, wie auch speichert sind. Das erste Fache war von mir, aber jetzt gerade schon wieder. Oh. Ah ja, okay. Feierabend für ihn. Wo war denn der Herr mit der Handgranate? Wo versteckt er sich? Na, wenigstens muss ich jetzt nicht alleine hier rumeiern. Feierabend für dich, Feierabend für ihn. Ach, da gibt es doch, glaube ich, nochmal so eine Kackmission, oder? Also es gibt echt tatsächlich Missionen, wo ich dann damals vor 10, 11 Jahren froh war. Das war schon länger her. Habe ich es mit 15 gespielt? War ich doch schon recht froh. Gut. Lässt einer hier netterweise, doch netterweise, ein Medipack liegen.
Das würde mir sehr helfen. Nee. Sieht nicht so aus. Ah, wieder MG. Scheiße. Und schnell vor. Es lässt keiner was liegen. Oh, guck dir mal meine Gesundheit an. Auch wieder komplett am Arsch. Da ist ein Medipack. Aber das werde ich nicht einfach nur so kriegen, oder? Wir speichern. Ja, hier liegt doch was. Na Gott sei Lob und Dank. Und da geht's auch schon weiter. Das ist mir alles so ein bisschen zu ruhig. Wir haben zwar vereinzelt Widerstand hier und da mal ein bisschen, aber das ist mir doch für Call of Duty zu ruhig. Spektakuläre Rolle von 2 Meter Höhe. Hier. Hep. Ja. Na, ja, der fällt wenigstens um, wenn er so sagt. So freies Feld und so. Da bin ich immer gleich ziemlich unsicher. Ziel erfüllt. Nächstes Level. Jetzt läuft es wieder gut. Da ist die Mission oder Eierstufe stundenlang rum. Gefühlte Stunden. Und kackst ab. Und hier ist wieder. Also, Spiel gespeichert. Treffen Sie sich, Major. So. Denen ihre Waffe. Wir gehen mal auch gleich weiter, weil sonst kommt da immer wieder einer ins MG, oder? Weiter geht's. Ja, seit ich das rausgefunden habe oder mich daran erinnert habe mit dieser F5-Tasche zum Schnellspeichern, ist die Schnellspeichertaste mein bester Freund geworden in der letzten Zeit. Hier nochmal. Medikit. Durch den Stahlträger hindurch. Der steht nicht mehr auf. Oh, da schieße ich meinen eigenen über den Haufen. Sorry dafür. Ja.
Und weiter geht's. Keine Zeit zum Rasten. Die Kollegen hier ein bisschen beschützen, damit ich nicht nur die zwei noch länger an meiner Seite habe. Gespeichert, jetzt speichert es aber oft. Und da haben wir wieder zwei. Und los geht's. Und unter Mündungsfeuer sieht man wieder gar nichts hier. So, dann haben wir noch hier. Wo denn? Ah. Nein. Scheiße. Noch einmal. Also ich will bestimmt nicht vor dem MG stehen, das hört sich so ekelhaft brutal an. Wo ist denn hier noch einer? Schieß mal einfach mal blind drauf los. Muss hier noch irgendwo einer sein, aber hier hinter. Ich sehe jetzt keinen mehr. Da liegt wahrscheinlich die Leiche hier davor. Jetzt aber, oder? Gut, besser gelöst als vorhin. Und weiter durch den Schützenkram, oder? Jawohl. So, okay. Wo müssen wir denn hin? Hier rum und dann nach links, oder? Und jetzt bin ich der vom MG. Gerade habe ich es noch gesagt. Ich habe keine Handgranate. Boah, diese am MG sind so ekelhaft. Die können halt einem alles versauen, ey. Spiel gespeichert. Speichert oft, jetzt hat es hier wieder viel Kontrollpunkte. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Geht's gut? Aha, jetzt guck mal. So, einmal nachladen und. Ja. Wo war das MG? Gut, gut, gut. Jetzt läuft's wieder wie am Schnürchen. Auf dass er auch liegen bleibe. Okay, alles klar.
Süß. Wo steckt denn dieser Major Zubov? Hier drüben. Hallo. Der ausharrt, wird erobern. Nächstes Level. Die Kanäle von Stalingrad. Umgehen Sie die feindlichen Linien durch die Kanäle. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin eine gute Zeit. Haut rein.